sucks, man. Test, Test, 1, 2, 3. Nimmst du jetzt schon auf? Leute, was geht ab? Daniel, Daniela, Daya. Kappa, Kaprazität. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon in den Aufnahmen gerade eben am Anfang gesehen, dass wir mit dem neuen Kappa sind wir unterwegs. Und zwar ist das neue Rad von der Michi. Ihr habt ja mitbekommen, wir waren auf der Suche nach mehr Federweg. Das ist dabei rausgekommen. Ja, was haben wir verändert? Pedalen sind anders. Lenker, Rental-Lenker natürlich musste drauf. Ergon-Griffe, ne? Ergon-Griffe. Den Lenker haben wir gekürzt, 20 mm Rise. Was haben wir noch? Ne? Endlich hat die Michi auch eine vernünftige Bremse drauf, nämlich endlich wieder eine Code R. Ich bin sehr glücklich, dann kann sie auch endlich vernünftig bremsen. Dann hast du so einen komischen, wie heißt die Marke von da unten? Unleashed Mudguard, meinst du den? Genau, den meine ich. Ja, Fox Elite, keine Ahnung, mit Fox Fahrwerk kenne ich mich auch überhaupt gar nicht aus. Hier steht Float X Fox Performance, keine Ahnung was drauf. Ist auf jeden Fall 170 und 165, ne? Ja. Genau, 170 vorne, 165 hinten. Und, aber das sind alles immer so Daten. Ich habe da eh nicht so Plan von, deswegen würde ich einfach mal sagen, ich stelle Michi jetzt so ein paar Fragen, wie das Fahrrad anders ist als das Spectral. Das Spectral kennt ihr ja schon. Und ja, als allererstes würde ich sagen, wie ist denn der Unterschied auf dem Trail? Ja, erstmal ist der Unterschied, dass das Fahrrad viel, viel größer ist, weil das Spectral ist halt nur ein Trailbike gewesen, hatte, meine ich, auch nur 150 mm Travel. Und dadurch hat sich das auch schon ganz anders angefühlt. Und der Rahmen war halt auch nur eine XS. Dadurch war es sowieso sehr klein, komprimiert. Und es hat sich immer so angefühlt, als würde man so auf dem Fahrrad drauf sitzen, aber man war halt nicht so integriert. Und bei dem Capra, ist das halt ganz anders. Man sitzt halt im Fahrrad, also man steht im Rad und ist halt integriert. Man fühlt sich sicherer. Durch den langen Radstand ist es halt auch laufruhiger. Und das ist auf jeden Fall schon viel besser. Ja, ich finde auch, das Ganze sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Kinderfahrrad. Ich habe mich sogar auf dem Fahrrad irgendwie wohl gefühlt. Ich fand das schon gar nicht so verkehrt, weil es so irgendwie doch irgendwie nah am Torque dran ist, auch von der Größe. Und ich war positiv überrascht, als wir es zusammengebaut haben, weil eigentlich bin ich gar nicht der YT-Fan, aber es ist doch irgendwie schön. Wir haben es natürlich jetzt schon ein bisschen dreckig gemacht, deswegen seht ihr es nicht mehr so super schön. Und das ganze Ding ist auch noch Mallet. Wie heißt die Bezeichnung von dem jetzt? Core irgendwas, ne? Das ist das Core 3 in MX, also in der Mallet-Version. Und ja, das ist, glaube ich, die Mittelklasse. Es gibt noch ein Core 4 und dann gibt es noch diese super teuren Uncaged-Versionen. Die kosten aber 8.000, 9.000 Euro. Und das hat jetzt 4.500 gekostet. Ja, vorne ist auch schon Assegai drauf. Den fahren voll viele und ich fand den schon immer irgendwie cool. Der Marc hat da, glaube ich, so drauf geschworen, meine ich. Der Marc hat den auch gefahren. Und ja, hinten Minion DHR 2, den ich auf dem Torque vorne fahre, so wie man das macht. Ja, ich finde persönlich, hat mich das Fahrrad also voll positiv überrascht. Ich bin damit auch mal so ein bisschen rumgekurvt. Und muss sagen, ist natürlich jetzt zum Spectral ein viel, viel schöneres Bike. Ich weiß auch, dass viele in der Community total die YT-Fans sind, im Gegensatz zu mir. Aber es gibt auch ein paar, die feiern es nicht so. Aber die Mehrheit hat YT gefeiert. Habt ihr schon gemerkt bei dem Downhill, was ist das beste Downhill-Bike? Da kam auch YT ganz, ganz vorne mit dabei. Ich glaube auf jeden Fall, dass wenn wir jetzt kommende Woche nach Österreich fahren, dass das auf jeden Fall besser ist als mit dem Spectral, weil mit dem Spectral wäre es vielleicht ein bisschen eng teilweise geworden. Ja, wir gehen jetzt noch ein paar vorletzte Abfahrten machen, würde ich sagen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal das neue Capra irgendwo getestet habt. YT macht ja super viele Test-Days gerade, war ja jetzt gerade erst auch in Sölden und so weiter. Ja, wir starten jetzt los
auf dem Trail und genießen noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor hier in Siegen jetzt um 8 Uhr auf Feierabend ist. Die Michi hat das letzte Wort. Ja, genau. Schönen Abend. Alles gut? Also ich glaube, der Flowtrail Siegen war auf jeden Fall die richtige Adresse für die Michi, um das Bike so ein bisschen zu testen. Weil hier eigentlich alles auch easy überrollbar ist und keine wilden, gefährlichen Sachen dabei sind. Ich glaube, dass sie, wenn sie sich erstmal an das Bike ein bisschen gewöhnt hat, sich mega wohl darauf fühlt. Denn sie hat sich schon heute so ein paar Challenges hier gestellt, wie diese kleinen Holz-Sharkfins, die sie vorher alle noch nie gesprungen ist. Und ich kenne es ja selber, wenn man sich an ein Bike erstmal gewöhnen muss. Ich hoffe allerdings, dass ja, ich mich an die nächsten Bikes nicht mehr gewöhnen muss, weil ich einfach mittlerweile genau weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Ich mag auf jeden Fall mega mit dem E-Bike hier diese Flowtrails zu fahren, weil man super schnell wieder oben ist und einfach jede Menge Spaß dabei hat. Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich noch ziemlich am Anfang und kenne mich mit den Bikes auch nicht so aus. Deswegen ist so ein Bike-Check immer einfach nur so ein bisschen was, ja, um euch ein bisschen was zu zeigen und meine ersten Eindrücke zu vermitteln. Und auch die Michi ist ja noch am Anfang, sodass sie da auch gar nicht so viel sagen konnte. Ich denke, wir werden nochmal ein Review machen nach einer gewissen Zeit. Dennoch hoffe ich, das kurze Video hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall einen mega schönen Abend hier am Flowtrail in Siegen und ich freue mich schon auf die nächsten Videos mit euch. In diesem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da, genießt die Zeit auf dem Rad, das Wetter wird jetzt wieder mega sein und macht's gut, bis zum nächsten Mal.